Ja, moin moin und hallo, hier ist der KKPC-Player zurück zu dem Spiel, dessen Namen ich ja wieder gerade vergessen habe. Ich hab mal geguckt. Es war eigentlich, ja, man muss auch zugeben, dass man auch öfters was vergisst. Ja gut, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, sagen wir es mal so. 22 Jahre alt ist ja auch schon alt. Ja, und wie in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass wir ein Unfall hatten, auf dieser komischen Insel gestrandet sind und uns der John, der hinten sich eingeschlossen hat, gerade uns eine Waffe gegeben hat. Hey! So, und mitgenommen haben wir auch unseren kleinen Teddybären. So. Teddy? Hallo? Hallo? Ja, und wir müssen jetzt hier mal ein bisschen uns weiterfinden. Oh. Boah! Guckt euch mal den Schatten an. So. Aha, und Batterien haben wir auch hier. Ja. Okay, was haben wir hier im Baumhaus? Me, Mommy and Daddy. Our house? Holiday? Hier, aha. So ein kleines Mädchen. Und guck mal, die Hula-Hoop-Teile. Hui, hui. Kann man Stift mit den? Yo, guck mal, warte mal, können wir zeichnen? So, whoop. Warte mal, komm her. Dekorieren wir hier mal das ganze Traumapartment ein bisschen weiter oben. Ey! Danke sehr. Und wir nehmen den Teddy weiter mit. Na, wir müssen hier rum. Licht. Na, komm mal her. Ja, ich habe hier nicht weitergespielt, Freunde. Sondern habe erstmal auch die erste Folge gerade gerendert. Wir sind immer noch am selben Tag. Wie war das gewesen? Steuerung hoch? Yay. Na gut, lassen wir den Teddy jetzt Teddy sein. Wow! Melodramatische Musik. Was zum Genießen. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Mülltonne. Naja, komm. Ja, Leute, sowas macht man nicht, was ich gerade gemacht habe, das einfach in den See zu schleudern. Aber können jetzt theoretisch hier rüber. Ach komm. Schauen wir uns mal jetzt mal erstmal an, was es hier gibt. Ich gehe davon aus, wir müssen geradeaus noch weiter. Oh, Ladedaten. Ja, scheiße, wir hätten geradeaus. Warte mal, kann ich gleich zurück? Ladedaten. Und Ladedaten. Und Date laden. Date laden. Meine Fresse, das dauert wieder. Kommen wir zurück? Ah, ja. Wir gehen mal kurz zurück. Machen auch nochmal Ladedaten, denn ich will mal nochmal hier den Weg weiter. Mich umschauen, meine Freunde. Also wir wissen zum Beispiel, hier können wir. Und dann müssen wir auch gleich loslaufen. Aber bevor ich dann jetzt gehe, gucke ich mir nochmal hier das an. Vielleicht finden wir da noch was Besonderes. Komm mal auch. Ach du Scheiße, ja. Gut, weiter kommen wir also hier nicht. Weshalb wir uns jetzt erstmal wirklich nochmal zurückschlagen. Nach dorthin. Ich hoffe, dass es nicht hier so ein riesen Backtrapping-Geschichte wird. Ja, und dann gehen wir erstmal wieder durch.
Daten, das laden die Daten zum dritten Mal. Lade Daten. Daten laden. Okay. Gehen dann jetzt hier weiter. Und was haben wir hier? Ach, hier kann man auch zoomen. Cool. Erstmal das Wichtigste. Speichern das jetzt erstmal ab, das Spiel. Zur Sicherheit einfach. Wow. Oh, bitte keine Jumpscares. Aha. Alter, die Musik macht mir hier schon langsam creepy. Oder macht mir Angst. Hallo? Hallo? Ist irgendjemand da? Ich bin nur der Gamper, der gestrandet ist. Name Peter Pan und so. Ey, der krabbelt gleich. Alter. Ein Campingausflug machen? Wow. Hallo. Gut, Muni. Aber wenn jetzt hier schon Muni herumliegt, kann das nicht gut sein. Also ich darf hier auch nicht vergessen, nur Kopfschüsse sind gute Schüsse. Sind das Motten? Alter, ich hab dir doch nichts getan. Die kam da angesprungen, dieses Drecks. Ach, der hat sich an der Telefonzelle versteckt. Sicherheit erstmal hier einen Kopfschuss noch verpassen und nachladen. Ah. Kann ich hier rüber? Jo. Okay, da lang gehe ich noch nicht. Hallo? Hallo? Oh. Kaputt. Aber das sind stabile Viecher. So, mal gucken. Gehen wir erstmal hier rein. Oh. Das ist nicht gut. Zumindest haben wir jetzt hier Munition. Energiesparer, okay. Alter. Na, komm mal her. Die haben hier Milch. Haben wir irgendwas im Kühlschrank? Ich hoffe nicht, dass die Viecher zu siebten nichts anrennen. Denn dann verballere ich die kompletten Schüsse. Mal gucken. Ah, komm mal her, verzieh dich. Hey. Danke sehr. Also, es ist so und so und. Hilfe.
Alter, die Panik ist bei mir zu spüren. Gut, da haben die irgendwas eingerissen. Also muss ich jetzt in die Stadt oder was? Alter, die Sounds, die sind ja hier creepy. Ah, ja, ja, ja. Ja, und jetzt krabbelt das auch nur hier mein Ohr. Ai, ja, ja, ja. Hallo? Ist hier jemand? Okay, runter. Bevor ich irgendwas hier mache, schaue ich mich lieber erstmal um. Hey, du Zomb. Hallo? Das Vieh lacht hinterhältig. Na ja, komm. Höre zu. Oh, warte mal. Nein. So. Inside our way is the creepy log. Ja, ja, ja. Oh, warte mal. Zip. Kann ich das Licht nicht aufschalten? Oh. Ikea-Fabrikation. Ey, ey, ey. Das war keine gute Idee. Geh nicht in den Erdgeschoss. Geh erstmal hoch und schau mich um. Taschenlampe, geil. Das ist doch mal wieder hier so ein total dunkel. Also, haben wir da oben irgendwie eine Schrotzgun? Ja, Leute, wenn es hier zu dunkel ist, es tut mir auch leid. Also, das ist hier eine U-Bahn-Station oder was? Ah, gut, Butter ist drin. Alter. Ah. Hey, du flüster ein, wo bist du? Hallo? Okay. Oh. Alter, Zappeduster ist das hier. Na ja, komm, erstmal kurz hochgehen. Oh, Leute, das ist mir heute zu creepy, ey. Was hasse ich doch wie die Pest so creepy Games.
Ich sag auch noch so eins, ich bin noch krank. Ja, komm. Ich will ja auch. Halt mal. Das brauche ich jetzt hier. Ah, ich verstehe. Geht doch. Und. Wow! Schnell, Abfahrt, Abfahrt, Leute! Yay! Meine Berufung! Butch! Schnell weg hier einfach! Komm, ab in den Süden. Oh. Hallo? Ja, mach ich mal lieber hier eine Sicherheitsspeicherung, Leute. Ja, ich bin kein Schisser, aber ich habe keinen Bock, das permanent immer so weit. Dann ja, Leiter ist was für Pussys. So, gehe ich jetzt hier oder was? Ich komme hier durch. Okay, siehe da. Stromausfall. Oh! Die Weiche ist auf grün. Interessant, interessant. Hallo? Drecksheini. Wow! Kommen noch ein paar Drecksheinis? So, wie viele kommen noch? Noch ein Drecksheini. Ja, noch zwei. Guten Tag! Noch drei. Na gut, der kommt auch noch. Nein. Ach nee. Na gut, komm mal her. Lass mich, lass mich. Scheiße. Ah, stopp, stopp, stopp.
Ich wusste es, ich werde sterben. Nochmal speichern. Ja, das lohnt sich. Ich sag mal, komm, ich bin keine Pussy. Dass ich jetzt gerade hier neu starte, das liegt einfach da. Ja, ja. Liegt einfach daran, ich hatte nicht genügend Schuss. Wie gesagt, ein Headshot muss ich immer landen. So gehe ich mal hier erstmal rum. Woher kamen denn aber diese ganzen Spastarte? Vom Nirvana oder was? Ah! So, wie viele kommen? Eine halbe Armee. Kommt! Komm, lass mich raus hier! Nein! Danke. Komm mal jetzt. Ja! Zack! So! Hallo, Leute! So, wenn die stehen bleiben, schieße ich gut. Kommt er? So, ich muss hier gleich. Hey, bleib mir weg, bleib mir weg. Bam! Schnell weg. Ja, hoch und Abfahrt hier, ey. Komm mir ja vor, als würde ich jetzt auf einer Höhenanstalt sein. Fletch! Nee! Das war's jetzt hier. Schnell wieder speichern. Ja, Leute. Ich speichere das einfach alles über. Hoppala. So. Das hört sich nicht gut an. Wie komme ich denn jetzt hier am besten? Das ist nicht gut.
Ah, Ladedaten. Pff. Mein Gott, mein Gott. Ja, Leute, ich mache, glaube ich, jetzt hier wieder einen kurzen Break. Alter. Ich krieg langsam Muffensausen. Scheiße, es ist noch nichts Creepyhaftes passiert, aber wenn man jetzt hier auf der Flucht ist und voller gehirnamputierten Zombies wieder herumrennt. Muss man erstmal kurz ausatmen. Ja, liebe Leute, wir sehen uns in wirklich in der nächsten Folge von Estranged Akt 1 wieder. Bis dann ist euer KKPC-Player mal irgendwie auf Toilette. Muss die braunen Streifen aus der Hose entfernen. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, gebt darauf ein Like. Ich werde natürlich auch Mr. Peepers Videos von Pada Games unten reinposten. Dann würde ich sagen, in die Beschreibung packen, wenn ihr sehen wollt, wie es ein Vollprofi macht und nicht so ein Amateur Horror-Spezial-Lehrling wie ich. Ja, bevor ich da weitergehe, mache ich wirklich jetzt erstmal den Break. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin, bye bye und ciao.